Ich habe, glaube ich, wie die meisten Kinder mit Klavier angefangen, ganz klassisch, hatte aber das Problem, dass ich auch für die meisten Kinder nicht üben wollte. Das war dann quasi mein Untergang, was das Klavier angeht. Ich habe das, glaube ich, 4 Jahre gemacht, habe dann aufgegeben, ich habe im Chor dann weitergesungen und das war dann für mich so das Musikalische und da hat mich meine Mutter dann auch rausgelassen, weil sie gemeint hat, okay, dann kein Instrument, aber dann musst du in den Chor und das fand ich super. Da war ich mit ganz vielen Freundinnen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich war das eine unglaubliche Ehre. Also wie Sie gerade schon gesagt haben, ist ja Klassik jetzt eigentlich nicht mein Profigebiet. Es ist aber auch eine Moderation. Also ganz viele Leute sagen, hä, wieso du denn Echo Klassik? Was hast du mit Klassik zu tun? Dann sage ich, naja gut, was hat Marie Furtwängler, was hat Thomas Gottschalk? Das waren jetzt alles keine Klassikspezialisten. Und ich habe ja das große Glück, dass ich Rolando an meiner Seite habe. Das heißt, ich habe den Klassikspezialisten mit mir auf der Bühne. Also das ist eigentlich perfekt. Und deswegen ist es eigentlich nur noch pure Freude, weil ich habe die Nervosität, dass ich da mit der Musik irgendwas nicht kann, die ist komplett weg. Ich habe Rolando an meiner Seite, der kennt sich bestens aus und ich kann es wirklich genießen. Ich glaube, es wird ein ganz toller Abend und auch gerade für jemanden wie mich, der eben jetzt gerade sehr viel über Klassik lernt und da wirklich so reinschnuppern kann in diese Welt, wird es, glaube ich, unglaublich interessant. Also wir haben ja schon ganz schöne Kracher an dem Abend da. Und das ist für mich persönlich natürlich unglaublich aufregend. Ich habe die meisten dieser Leute noch nie gesehen. Ich habe noch nie ein Konzert dirigiert gesehen. Ich habe noch nie, also schon dirigiert gesehen, aber nicht von den Dirigenten, die an dem Abend da sind oder von den Opernsängern oder den Klavierspielern. Und ich glaube, das wird gerade auch für Klassik-Laien natürlich unglaublich spannend, weil man so hochkarätige Klassikstars versammelt. Auf was freue ich mich am meisten? Ich habe mich unglaublich auf Daniel Barenboim gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Den habe ich kennengelernt, damals als mein Vater Parsifal inszeniert hat hier an der Oper Unter den Linden. Und das fand ich irgendwie ganz toll, dass ich dem wieder begegne. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich bin ein großer Tori Amos-Fan. Ich habe wirklich von der auf meinem iPad ein Lied. Ich habe so ein paar Lieder, denen ich 5 Sterne gebe. Und das sind so Lieder, die ändern sich lustigerweise über Jahre nicht. Also ich glaube, schon die letzten 10 Jahre oder so habe ich dieses Lied. Und das ist eines von ihren, ist da eben dabei. Deswegen freue ich mich unglaublich, die auch mal live zu sehen. Aber es sind natürlich auch noch andere dabei. Also es ist ein ganz bunter Strauß von Leuten, auf die ich mich da wahnsinnig freue. Für mich war einfach jetzt schon mal die Vorbereitung, dass ich mir einfach angeguckt habe, wer kommt und was machen die. Deswegen habe ich jetzt sehr viel Klassik gehört. Also ich habe die gegoogelt natürlich ganz brav auf Wikipedia. Du schaust erstmal, was haben die eigentlich alles gemacht. Das ist ja oft auch was wirklich sehr lange zurückgeht. Ich habe mir da Ausschnitte angehört. Ich habe ganz viel auf YouTube. Ich bin teilweise verzweifelt, weil nicht immer alles auf YouTube ist. Das hat mich dann auch sehr geärgert. Habe ich mir gedacht, da müssen die mit der Klassik mal ein bisschen nachschieben. Und jetzt ist es eigentlich so, dass wir uns zusammensetzen. Es fängt heute jetzt wirklich an. Wir haben auch einen Coach und wir gehen jetzt einfach durch, dass wir da irgendwie zusammen eine Chemie aufbauen. Also man hat ja schon so ein bisschen vorbereitet ein Moderationsbuch, das heißt, wie die Abläufe sind, auch Vorschläge vom Text. Das sind wir jetzt beide durchgegangen. Wir haben unsere Änderungen gemacht gestern. Und jetzt ist es so, dass wir das durchgehen und einfach zusammenschauen, wie passt das Zusammenspiel. Vielleicht hat er eine Idee für einen kleinen Witz oder ich und jetzt muss man eben gucken, funktioniert das überhaupt? Und das werden wir heute haben. Also wir haben heute die erste Stellprobe. Es ist auch für mich das erste Mal, dass ich im Konzerthaus in Berlin bin, deswegen bin ich ganz schwer beeindruckt. Ich habe es nur im Internet bis jetzt gesehen und bin jetzt wirklich total baff. Es ist wirklich genauso schön, wie die Bilder sind. Hat man ja auch nicht immer. Oft sind die Bilder so ausgeleuchtet und hier, das ist wirklich genau diese Szenerie. Also es ist schon toll. Nein, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ich habe jetzt so 2 Kleider in der engen Auswahl, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, welches von den beiden es wird. Aber es wird auf jeden Fall eine lange, schöne, klassische Robe.